Hallo, mein Name ist Michael von der Freelander Schmiede. Wir importieren offroadfähige Wohnwagen, Trailer und Wohnanhänger aus Südafrika. Darauf gekommen bin ich eigentlich, weil ich das, wie viele auch, das Thema hatte. Ich fahre einen Jeep Wrangler mit Dachzelt. Der ist mitunter ein bisschen klein, wenn man mehrere Personen mitnehmen möchte. Das Dachzelt wird dann ein bisschen eng. Ich habe selber in Europa gesucht nach passenden Trailern, die meinen Ansprüchen entsprechen. Hier nichts gefunden und mich dann 2021 entschieden, Trailer aus Südafrika zu importieren, die ich während meiner Overlanding-Zeit dort entdeckt hatte. Vormals Jürgens, jetzt Lifec ist der Hersteller. Und von denen importieren wir eben die momentan drei Varianten. Einen Rambler X mit Schlafplatz für vier Personen. Den Trooper, wie man hier sieht, der noch ein bisschen Offroad-fähiger ist als der Rambler, wobei beide problemlos über Schotterpisten gehen. Und eben den kleinen XT140 als Geräteträger. Also die erste Idee war tatsächlich, den Rambler X oder vormals Explorer nach Europa zu bringen, weil er genau das widerspiegelt, was mir an einem Offroad-Anhänger wichtig ist. Er ist Offroad-fähig, wir fahren ihn auf Gravel Roads mit 80, 90 km/h, hat aber die Möglichkeit eben bis zu vier Schlafplätze oder bis zu vier Personen können drin schlafen. Wir haben hinten, können wir umklappen, haben einen Tisch hinten mit drin, sodass man innen drin sitzen kann. Wir haben vorne, was mir wichtig war, ein halbes Dachzelt tatsächlich zur Verfügung, weil ich bin Dachzelt-Camper eigentlich. Das war der erste, den ich aus Südafrika im Endeffekt hochholen wollte. Und dann kamen die anderen, ein Trooper und der kleinere XT140 zusätzlich dazu. Einfach nur um die Bandbreite zu schaffen. Ne? Das ist unser Trooper, der X4. Auch der hat bis zu vier Schlafplätze. Muss man nicht nutzen, aber kann man nutzen. Also bis zu vier Personen können dann schlafen. Wir haben vorne ebenfalls ein halbes Dachzelt. Auf der hinteren Seite geht nochmal eine Klappe auf, wo ein Dachzelt-Vorbau mit dabei ist, sodass ich Platz habe für vier Personen innen drin. Er ist jetzt komplett aufgebaut, ausgefaltet, mit Hubdach, mit einer Howling Moon Markise. Wenn der zusammengefaltet ist, wird er verhältnismäßig klein. Also wir haben nur das, was man jetzt hier als Metallwand sieht. Das ist tatsächlich die Box, die man dann hinter sich herzieht. Wir haben eine Ausziehküche mit drin. Hinter der Küche selber ist genug Platz für Kühlboxen noch. Und Süßigkeitenvorrat für die Messe. Er ist ausgestattet bereits mit einem Durchlauferhitzer, aktuell gasbetrieben, mit einem Inverter-Wechselrichter für 220 und 12 Volt Anschlüsse. Ich habe bewusst darauf verzichtet, nochmal Gas innen reinzubauen, weil ich keine Gasleitungen innen drin wollte. Auch die Küche ist gasbetrieben, aber außerhalb. Das heißt, man nimmt die Gasbottle im Endeffekt unter die Küche mit runter, schließt sie an und kann kochen. Das ist unser Kitchenette. Ist momentan auch gefüllt natürlich mit Werbematerial, aber wir haben da eine Möglichkeit, Besteck reinzutun, Lebensmittel noch mit reinzunehmen. Und dann hat man hier einen kleinen Tisch zur Verfügung mit Haribo. Genau. Auch wenn er von außen sehr klein aussieht, wenn man ihn mal wirklich richtig auffaltet, hat er innen wirklich viel Platz zur Verfügung. Also das Bett ist vernünftig groß, sowohl das seitlich als auch nach vorne, sodass er bis zu vier Personen drin schlafen können. Stauraum gibt es genügend. Alle Trailer von uns sind ausgestattet, haben keine Türen in den Stauräumen, weil die einfach das Offroad und das Overlanding auf Gravel und im Schotter nicht aushalten. Deswegen sind wir auf diese Variante gegangen, nur Planen mit Reißverschluss davor zu haben. Ja, da können keine Scharniere brechen, die halten einfach. Das ist die zweite ausklappbare Schlafplatz. Wir haben noch einen im Angebot, das ist ein kleinerer, der hat diesen X2 Trooper. Der hat nur zwei Schlafplätze, da fällt im Endeffekt diese Klappe seitlich weg. Sowohl der Rambler als auch der Trooper haben Außenduschen. Die sind auf der anderen Seite drüben und es gibt die Möglichkeit, dort noch ein Waschbecken aufzuhängen. Aber Duschen ist prinzipiell und Waschen ist außerhalb.
Für den Rambler gibt es eine Markise zusätzlich auf der Seite, die wirklich geschlossen ist, sodass man da seine Privatsphäre hat, mit Seitenwänden und einem Duschzelt für innen. Da entsteht tatsächlich nochmal ein Raum von fast 4 Quadratmeter, der unterschiedlich genutzt werden kann. Das kann ein Kinderzimmer werden oder bleibt im Endeffekt einfach die Nasszelle, sodass man in Ruhe duschen kann draußen, die Potta-Potti rausstellen kann, Toilette rausstellen kann, irgendwas in der Art. So, wenn man sich den Rambler X nochmal von innen auch anguckt, von außen wirkt er sehr klein, er ist sehr kompakt. Wir haben maximal eine Höhe von gefaltet nur 2,34, aber auch der macht richtig, wenn man ihn öffnet, da ist richtig reell Platz zur Verfügung. Mit eben, wie gesagt, bis zu 4 Schlafplätzen und er wirkt auch sehr, sehr geräumig. Das ist echt krass. Das finde ich so geil mit diesen Ausklappen, also mit dieser Dachzeltnummer da. Ja. Also Dachzelt war für mich, das, wie gesagt, ich bin selber Dachzelt-Camper. Und diese Kombination aus Wohnwagen, Offroad-fähig und Dachzelt war für mich ganz wichtig. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ich habe die Möglichkeit, hier vorne zu schlafen, mit Frischluft, mit all dem, was dazugehört fürs Dachzelt, ohne jetzt in einer geschlossenen Box die ganze Zeit zu leben. Durch das, dass sie in Südafrika hergestellt sind, sind natürlich alle Trailer auch isoliert mit einem Sandwich-Aufbau. Wir hatten das bei starker Hitze, wie jetzt gestern auch schon, oder auch in Afrika selber gesehen. Es ist verhältnismäßig kühl hier, trotz 30 Grad Außentemperatur. Durch die Moskitonetze, wenn man das Ganze öffnet, der Wind zieht schön durch. Es bleibt verhältnismäßig angenehm kühl im Trailer. Ja, kann ich bestätigen. Ja, ne? Ich bleib hier. Das sagten gestern schon verschiedene Leute, dass sie einfach hier drin bleiben. Na, obwohl wir diese Temperaturen außen haben, die drückend sind. Wie war es gestern beim Unwetter? Hast du schnell alles zusammengeklappt? Wir haben tatsächlich beim Unwetter alles offen gelassen. Und es ist, die sind so gebaut, dass speziell in Afrika eben kein Staub reinkommt, ergo auch kein Regen und kein Wasser. Klar, wenn man natürlich die Moskitonetze, die Klappen hinter den Moskitonetzen offen lässt, habe ich ein bisschen durch Wasser, durch den Wind. Aber ansonsten sind die dicht. Die sind, wie gesagt, eigentlich eher staubdicht und damit auch regen- und wasserdicht. Wir haben eine Außenküche hier, die ist ausziehbar. Da müssen wir komplett außen kochen. Unter einer Markise, das ist für Nordeuropa deutlich interessanter und wichtiger als in Afrika, dass man auch mal bei Regen geschützt ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier aufzumachen, aufzuklappen, sodass man abends auch nochmal an die Kühlbox rankommt. Kochen ist nach wie vor nicht möglich, das ist einfach zu niedrig. Aber man kann die Kühlbox zumindest in die Kühlbox greifen, um sich nochmal ein Getränk zu holen für abends, ohne aus dem Anhänger raus zu müssen und das Ganze wieder nach außen zu ziehen. Cool. Staufächer sind wie üblich unter den Matratzen links und rechts. Auf der linken Seite ist die Batterie mit eingebaut, der Durchlauferhitzer, ein Wechselrichter mit dabei. Rechte Seite ist frei. Im hinteren Bereich die hintere Querbank. Auch da kann man stauen. Wir haben unter der Bank hinten nochmal einen 110 Liter Wassertank, sodass man auch sehr autark eine ganze Zeit lang auch wirklich stehen kann. Den kleinsten Trailer, den wir momentan in Europa haben, ist der XT140. Ich sage immer, das ist ein multifunktionelles Fahrzeug, was man hinterherziehen kann. Ich kann das als Werkstattwagen verwenden, ich kann das theoretisch im Katastrophenschutz verwenden, durch die ganzen Schwerlastauszüge, die drin sind. Er hat eine relativ hohe Zuladung von über 700 Kilo, wird in Afrika genutzt von den Rangern in den Wildparks, um ihr Equipment wirklich in die Wildnis zu ziehen. Ist voll Offroad-tauglich, mit den Schwerlastauszügen, mit Batteriesystem, mit Wechselrichter. Genau, ne, wir haben hinten im Heck zwei Auszüge für Boxen, unterschiedliche Größe. Entweder Munitionskisten, alternativ lässt sich auch in Zukunft an Euroboxen fahren damit. Wir haben im vorderen Bereich einen Schwerlastauszug. Ursprünglich gedacht für große Kühlboxen,
Aber damit lässt sich natürlich auch ein Generator fahren, wenn man denen sagt, ich brauche ihn für die Werkstatt oder für einen als Werkstattanhänger und baue ihn fürs Wochenende zum Campinganhänger um mit Dachzelt. Jegliches Sportequipment ist möglich. Ob ich jetzt tauchen gehe, Fahrrad fahren, kann ich alles hier auf dem Trailer mitnehmen. Und wir haben links und rechts jeweils Wassertanks eingebaut für 32 Liter. Den Wechselrichter mit dabei für 12 Volt und 220 Volt Anschlüsse. Ein Batteriefach, sodass der eigentlich sehr mit Dachzelt wirklich fürs Campen komplett ausgestattet werden kann. Man kann ihn stehen lassen, fährt mit dem Zugfahrzeug weiter und hat den Anhänger parat zum Übernachten und zum Kochen. Wo liegt der denn preislich so ungefähr, der Kleine? Der Kleine verkaufen wir momentan jetzt für 12.990 Euro, so wie er hier steht, voll ausgestattet mit den Schubladensystemen, Wassertanks. Der lässt sich adaptieren, also er muss nicht so genommen werden. Wir haben noch eine Variante mit einem Schubladenbox obendrauf statt einer Dachreling oder statt einem Dachträger. Wir können Höhen adaptieren, wir können Farben adaptieren, das gilt für alle drei Trailer. Man muss ihn nicht in Grau nehmen, man kann ihn in jeder Farbe, Pink, Rosa, Gelb, Grün, zur Wagenfarbe kaufen und bestellen. Ist aber dann wahrscheinlich Aufpreis, oder? Ist mit einem leichten Aufpreis versehen, aber und halt aber nur auf Bestellung machbar, weil ich die im Werk dann gleich so fertigen lasse. Wir haben hier kein Alu, das ist alles Stahlblech, genauso wie beim Trooper außen Stahlblech da drauf ist. Und das wird dann im Werk passend zur Wagenfarbe oder angefertigt. Meine Freeländer-Schmiede ist in Norddeutschland, in der Nähe der Lüneburger Heide in Rühmstedt. Ihr findet uns natürlich auch im Internet unter der freeländerschmiede.com-Adresse. Was ich dort mache, ist tatsächlich die Trailer importieren, TÜV-fertig machen, homologisieren, wo es notwendig ist und die ein oder anderen Umbauten auf Kundenwunsch. Ja, wir sind ja vom Neupreis jetzt